Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the 40th Bonner Business Talk here at the Bundeskunsthalle. Heute, und deswegen auch diese englische Begrüßung für Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, heute reisen wir über den Atlantik. Es geht um die deutsch-amerikanische Freundschaft, um die transatlantischen Beziehungen, die wir da so haben. Da haben wir nämlich Experten in der Runde. Wir lehnen uns mit dem Titel dieses Bonner Wirtschaftstalks Bay Area to Rhine Area so ein bisschen an die Ausstellung an, die es hier in der Bundeskunsthalle gerade gibt. California Dreams heißt die nämlich, eine Hommage, eine Annäherung an San Francisco, an die Bay Area vom Goldrausch bis zum Silicon Valley heute. Wir haben viel zu besprechen und das hier sind meine vier Gäste. Ladies first. Es ist die General Managerin der American Chamber of Commerce in Germany. Das ist ein eingetragener Verein und das Ziel ist es, die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu fördern. Als Expertin der amerikanischen Wirtschaftspolitik sind Sie häufiger bei den Kolleginnen und Kollegen hier auch in Bonn bei Phoenix zu Gast in den Talkshow-Runden dort. Aber heute Abend sind Sie glücklicherweise bei uns. Herzlich willkommen, Evelyn Metzen. Schön, dass Sie da sind. Markus Reckling ist mit dabei, der Deutschlandchef von DHL Express Germany, einem Global Player der Fracht- und Paketzustellung. Vor 50 Jahren in San Francisco gegründet, passt ja wunderbar zu unserem Titel. Auch groß gefeiert, haben Sie es mitbekommen, in der Rheinauer auf dem Kunstrasengelände. Summer of 69, Brian Adams war da, die Zäune waren nur leider so hoch und wir haben nichts mitbekommen. Aber ansonsten soll das eine tolle Party gewesen sein. Aber seit 2002, also seit 17 Jahren, sind Sie Teil der Deutschen Post. Und wir haben uns eben gefragt, du oder Sie, wir gucken mal, wie sich das so entwickelt. Herzlich willkommen, Markus Reckling, schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Was wäre eine deutsch-amerikanische Sendung und Talkshow, wenn wir keinen Amerikaner dabei hätten? Den haben wir natürlich. Das ist der US-amerikanische Unternehmer und Mitbegründer von MoneyThink, eine Firma, die Studenten in den USA in finanziellen Dingen während des Studiums unter die Arme greift, hilft, unterstützt und damit versucht, auch jungen Menschen aus einkommensschwachen Familien den Zugang zum Studium zu ermöglichen. Eine tolle Geschichte. Herzlich willkommen, Ted Gonder. Dankeschön. Und an meiner linken Seite befindet sich die Bereichsleitung Konzernstrategie der Stadtwerke Bonn. Klingt so ein bisschen hölzern, ist es aber überhaupt nicht. Und der hat das Transatlantische, was wir heute hier brauchen, der hat das im Aufsichtsrat des Köln-Bonner Flughafens vor Augen. Mirko Heid hat über den Sport einen Teil der amerikanischen, wie soll ich sagen, der amerikanischen Seele aufgesogen, auf jeden Fall mitbekommen. Ehemaliger Nationalspieler und bis März Präsident des Deutschen, und jetzt kommt's, Baseballverbandes. Herzlich willkommen, Mirko Heid. Ja, im ersten Teil unseres Wirtschaftstalks wollen wir ja unsere Gäste so ein bisschen näher kennenlernen. Ein bisschen haben wir schon erzählt. Jetzt machen wir bei Herrn Heid mal weiter. Sie wissen, wir Bonner, und Sie sind ja auch ein Bonner, wir kennen uns gut aus mit Baseball. Da war eine Vizemeisterschaft, da war vor allem eine deutsche Meisterschaft im vergangenen Jahr. Da war eine wunderbare Europameisterschaft, die jetzt in diesem Jahr ausgerichtet wurde. Und vor allem gibt es, finde ich, auf der Anlage der Bonn Capitals, auf der ich mit meinen Kindern auch häufiger bin, wie ich finde, die besten Burger außerhalb der Vereinigten Staaten. Sehen Sie das auch so? Ja, ich finde das ein bisschen komisch, dass Sie das so einschränken, aber Sie haben recht, die Burger sind super bei uns, es gibt auch Veggie-Burger, also muss nicht unbedingt der Fleischburger sein. Genau, in Deutschland ist es eine Randsportart, aber hier in Bonn, würde ich sagen, hat sich es mittlerweile echt etabliert. Ja. Da überträgt sich schon was von den Fans, oder? Wenn da so 1.000, 1.500 Fans sind mit ihren Trommeln und Rasseln. Ja. Baseball ist aber deutlich amerikanisch geprägt. Das haben Sie auch erlebt. Ist man dann somit als Baseballspieler in seiner Freizeit automatisch Ausländer, allein unter Amerikanern? Wie muss man sich das vorstellen? Nee, so ist es nicht. Also die deutschen Mannschaften sind natürlich geprägt von den deutschen Athleten. Aber Trainer und auch immer wieder Importspieler sind natürlich dabei. Und die meisten sind natürlich aus Nordamerika, die meisten aus den USA. Insofern Amtssprache beim Baseballtraining ist Englisch und die meisten Fachbegriffe sind in Englisch. Und klar, also dadurch kommt natürlich auch ein kultureller Austausch zustande und das überträgt sich schon auch auf den Lifestyle und auch auf den Mindset, vor allem wie man mit Niederlagen und Herausforderungen umgeht. Muss ich schon sagen, da haben mich meine amerikanischen Trainer in meiner Laufbahn doch schon sehr geprägt.
auf das Mindset, die Denkweise, die Sie angesprochen haben. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Noch eine Frage zu dem Sportlichen. Gab es da mal das Angebot, vielleicht auch mal in den Staaten zu spielen? Für mich nicht, weil ich zu schlecht war. Das können Sie da so nicht sagen. Doch, das kann ich so sagen. Ja. Aber man muss sagen, mittlerweile gehen immer mehr deutsche, junge, talentierte Spieler in die Colleges und auch Profiligen in den USA. Und mit Max Kepler haben wir unseren Dirk Nowitzki in den USA im Moment. Und es entwickelt sich. Also die sportliche Leistung in der Sportart nimmt deutlich zu. Aber ich war zu schlecht. Ja, oder sie hatten andere Perspektiven, so kann man, oder? So hört sich's auch gut an. Ted Gonda, wie kommt ein Amerikaner, der unter Barack Obama Berater im Weißen Haus war, nach Deutschland? Wie war der Weg? Wie hat sich das entwickelt? Ist eine gute Frage. Ich habe 3 kleine Kinder und meine Frau kommt aus Deutschland und wir haben eine Entscheidung gemacht, danach meine 10 Jahre mit MoneyThink Firma gebaut. Und wir haben gefunden, dass hier ist ein bisschen mehr familienfreundlich und ist auch vielleicht ein bisschen mehr unternehmerfreundlich. Okay. Und das war unsere Entscheidung, zu hier kommen. Das haben Sie gerade schon angesprochen mit der Familienfreundlichkeit. Mhm. Das wäre so meine Anschlussfrage gewesen. Welchen Eindruck haben Sie, mit was haben Sie es in Deutschland vielleicht auch so ein bisschen leichter als in den Vereinigten Staaten? Ist ein bisschen leichter, weil in Staaten, wenn du bist ein normales Mensch und du hast nicht so viel Geld, du hast nicht so viele Optionen. Mhm. Und du kannst nicht in einem Staat leben und senden deine Kinder zu eine gute Schule, dass du kannst fühlen gut sein. Aber Gesundheitssystem auch ist immer Stress in Staaten. Das sind immer finanzielle Überraschung für deine Familie und wir machen das nicht. Mhm. Und, klar. Wir haben meine super tolle Schwiegereltern hier in NRW. Und das ist auch hilfreich. Wir sind nicht alleine jetzt aufsehen unserer Kinder und wir finden das toll. Und Sie dürfen Ted die Stadt ruhig sagen. Sie fängt ja nicht mit D an, sondern sie ist daneben. Wo leben Ihre Schwiegereltern oder wo leben Sie? Hier in Mettmann. In Mettmann, bei Düsseldorf. Evelyn Metzen, Sie müssen uns mal aufklären. Die AmCham, also die American Chamber of Commerce, ist nicht die IHK. Oder die, also Industrie- und Handelskammer, oder die AHK, die Auslandshandelskammer, sondern was ist es? Wir sind tatsächlich eine ganz eigenständige Organisation. Wir haben keine Zwangsmitgliedschaften. Das macht es manchmal für uns schwierig. Wir müssen unsere Mitglieder echt überzeugen, dass sie Mitglieder werden und sind. Das sind Unternehmen, deutsche und amerikanische. Also wenn es heißt American Chamber of Commerce, denken ganz viele, dass wir nur amerikanische Unternehmen in Deutschland vertreten, aber es sind tatsächlich 50-50, deutsche und amerikanische Unternehmen. Und wir wurden 1903 gegründet von amerikanischen Kaufleuten. Und wir haben 2 Weltkriege überlebt, wir haben den Kalten Krieg überlebt und deshalb sind wir uns auch ganz sicher, dass wir noch lange fortbestehen werden, um die Interessen der Unternehmen zu vertreten. Aber in beide Richtungen natürlich. Okay, also Sie sind ja auch absolute Expertin, also bei den transatlantischen Beziehungen. Vielleicht auch die Frage, die ich gerade an Ted gestellt habe. Welchen Eindruck haben Sie? Mit was hat man es womöglich in Deutschland ein bisschen leichter als in den Vereinigten Staaten? Als Unternehmen? Ja. In Deutschland, das sagen uns unsere Unternehmen, beide amerikanische und deutsche, gibt es auf jeden Fall eine klarere politische Planbarkeit, eine politische Sicherheit. In Deutschland schätzen die Unternehmen sehr stark auch das Supplier-Netzwerk, das heißt das Zulieferer-Netzwerk definitiv und die ganz hohe Qualität der Arbeit. Das sind so die 3 Dinge, die immer ganz oben genannt werden, wenn wir unsere Unternehmen befragen. Aber auch die Qualität nicht nur der Bildung, sondern vor allem auch der Forschung und Entwicklung in Deutschland. Okay. Markus Reckling von DHL. Und ich betone das so, weil ich jetzt gerne mal klären möchte, wofür steht DHL? Wissen Sie es? Ja, viele Leute denken immer wieder, es würde deutsche Handelslogistik oder irgendwas denken. Aber nein, es sind tatsächlich die 3
amerikanischen Gründernamen, die uns 1969 in San Francisco gegründet haben. Die Herren hießen Dorsey, Hillblum und Lynn. Drei ganz verrückte Vögel, die also sehr stark Spaß getrieben waren. Insbesondere Hillblum war ein leidenschaftlicher Wellenreiter. Und er hat irgendwann festgestellt, dass die Wellen in San Francisco zwar ganz toll sind, die auf Hawaii aber noch viel toller, war nur immer knapp bei Kasse und wusste nicht so richtig, wer nach Hawaii kommen, sondern hatte dann die Idee, dass er doch die vielen Reedereien ansprechen könnte, die Waren von San Francisco nach Hawaii transportieren und dann aber damals die ganzen Zolldokumente immer noch auf dem Schiff dabei waren. Wenn das Schiff im Hafen ankam, erstmal eine Woche für Zollprozess. Das Schiff konnte nicht weiterfahren und dann erst konnte man ausladen. So hatte er die Idee, ich gehe zu den Reedern, schnapp mir einen Rucksack, mach die Frachtpapiere in den Rucksack, klemme mein Surfbrett unter den Arm, fliege mit der nächsten Passagiermaschine nach Hawaii und gebe dort die Dokumente beim Zoll ab. Und während dann das Schiff noch drei Tage fährt, kann der Zoll schon mal seine Stempel drauf machen. Hillblum konnte surfen gehen und als das Schiff ankam, konnte es einen Tag später ausgeladen werden und der Reeder konnte viel früher wieder mit seinem Schiff Geld verdienen. Und so wurde DHL gegründet. Das war der Clou, ne? Also das klingt jetzt so profan, aber das war der Clou, genau. Mit dem sich DHL da wirklich einen Platz im Markt gesichert hat. Ja, in der Tat. Ist Ihnen denn Larry Hillblum, der Surfer, näher als Walter Sparbier? Ich selbst, kennen Sie Walter Sparbier? Dank unserer hervorragenden gemeinsamen Vorbereitung kenne ich jetzt Walter Sparbier. Danke, okay. Davor kannte ich ihn ehrlich gesagt noch nicht. Jetzt Glückspostbote bei Wim Tölke, der große Preis. Also an Wim Tölke kann ich mich jedenfalls noch erinnern. Ja. Aber in der Tat, also ich glaube, mit mir selbst liegt jetzt die DHL-Marke etwas näher noch am Herzen als die der Deutsche Postseite. Aber in der Tat ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen der Gegensatz. Einmal sozusagen unsere drei amerikanischen Cowboy-Gründer und sozusagen der sehr solide, sehr grundordentliche sozusagen deutsche Postbote, der aber genauso natürlich jeden Tag einen hervorragenden Job macht und eben ein ganz, ganz wichtiges Stück Infrastruktur diesem Land zur Verfügung stellt. Und ich glaube, ein Stück Infrastruktur, auf das wir auch im internationalen Vergleich auch gerade im amerikanischen Vergleich sehr, sehr stolz sein können. Walter Sparbier war einer der bekanntesten Statisten im deutschen Fernsehen. Sie haben es schon so ein bisschen angerissen, wie viel amerikanische DNA steckt denn noch drin in DHL und wie viel europäische oder deutsche ist da hinzugekommen? Ich glaube, der Kern der DHL-DNA ist sicherlich amerikanisch und vielleicht auch ein Stück so neuseeländisch, australisch, weil das sind so da, wo so sozusagen unsere Wurzeln herkommen und wo auch so ein bisschen so das, was wir heute noch viel in unserer Kultur so an Can-Do-Spirit und ähnlichen Dingen haben. Aber natürlich kam dann so ein bisschen über die deutsche Seite, wenn man das klischeehaft ausdrücken will, auch das Right First Time und ähnliche Dinge. Aber wie man schon an unserer Sprache entdeckt, wir sind doch immer noch sehr angelsächsisch geprägt im Gesamtleben, also aber ich glaube in Summe eher sehr international geprägt. Wir haben versucht inzwischen, ich glaube, das ist auch der Unterschied, wenn man jetzt uns vielleicht mit so zwei unserer großen Marktbegleiter vergleicht. Wir verstehen uns heute nicht mehr als amerikanisches, auch nicht als deutsches Unternehmen, als DHL, sondern wirklich als globales Unternehmen und glauben wirklich am gleichmäßigsten über die Welt aufgestellt zu haben. Mein Chef ist ein Italiener, dessen Chef ist ein Engländer, also es ist sehr bunt gemischt bei uns. Okay. Lassen Sie uns doch folgendes Bild mal durchspielen. Es kommt ein amerikanischer Unternehmer nach Deutschland. Ted ist ja das beste Beispiel dafür. Ted, was würdest du sagen auf den ersten Blick? Was gefällt diesem Unternehmer? Wir waren eben bei der Familie, was dir gut gefallen hat in Deutschland. Aber was gefällt dem Unternehmer an Deutschland? Wo sagt er, das ist positiv? Ja, ich kann das teilen. Ich finde, dass hier, wir haben mehr Sicherheit. Wenn du hattest nicht dein erste oder dein zweite Firma verkauft und ganz viel Geld genommen mit diesem oder Transaction, verdient. Du bist wie jede andere Leute, anderer Mensch. Und du brauchst Sicherheit für deine Familie. Aber ein richtiger Risk, wenn du machst ein neues Firma. Mhm. Und meine Frau und ich bin beide Unternehmer, vorher auch. Und wir möchten für diese nächsten 40, 50, 60 Jahre Unternehmen auch untergeben und Unternehmen Gründer auch sein. Und hier, das ist eine einfache finanzielle Sicherheit für eine junge Familie. Aber ich finde, dass die Kultur für machen neue Ideen und gehen zu deine lokales Leute und teilen deine Idee
ist ein bisschen schwerer. Da ist nicht so viel Enthusiasmus. Leute gucken an sie und sagen, du bist ein bisschen Wahnsinn, ich verstehe dich nicht. Ja. Und ich finde auch, dass Verbindung hier ist nicht so schnell. Wenn meine Frau und ich war Boyfriend, Girlfriend, 6 Jahre vorher. Sie waren in Vietnam an einem Coffeeshop mit einer 1 € Plastik-Chair in Straße. Und das, die Verbindung war super schnell. Und das war Vietnam. Und ich war in Chicago. Und wir können jeden Tag sprechen. Aber ich gehe oft hier zum Coffeeshops und Verbindung ist immer langsam. Ted, das mit der Verbindung, da müssten wir einen eigenen Wirtschaftstalk machen oder 3. Ja. Das schaffen wir jetzt nicht. Aber das ist wichtig für Logistik, für das Internetsystem hier ist ein bisschen alt. Und wir wissen das nicht. Ja. Wir wissen das. Frau Metzen, hat er recht? Also er hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Es sind beides Unternehmer, die was machen wollen, die was tun wollen. Auf der einen Seite die Sicherheit schön finden, aber auch was riskieren wollen. Und dann ist die Verbindung aus Vietnam besser, als wenn ich das ist tatsächlich neben der Telekom sitze. Das ist der größte Punkt. Und es ist auch egal, sozusagen, wie klein oder groß das Unternehmen ist. In Deutschland ist die digitale Infrastruktur einfach ein Hemmschuh, um weiter zu investieren und hier weiter sozusagen Operationen auszubauen. Das ist der größte, ich sag mal, die größte Kritik, die amerikanischen Unternehmen an Deutschland haben. Zum einen sind das die hohen Energiepreise, aber der Schlimmste ist tatsächlich die digitale Infrastruktur, beziehungsweise the lack thereof, also das Fehlen davon. Ja, das ist so. Können Sie das teilen, Herr Reckling, was Ted gerade beschrieben hat? Definitiv. Ich glaube, und da kommt so ein bisschen das dazu rein, was wir als Mindset-Frage in Deutschland ist eben, es muss eben 160% funktionieren, bevor man es machen kann. Und alle Nachbarn werden angehört und dies und jenes. Und dann dauert es oft sehr lange und wird oft sehr kompliziert, bis es dann funktioniert. Und wenn du dann im internationalen Wettbewerb stehst, dann ist halt oftmals im Rest der Welt es schon längst passiert. Also wir haben so ein Sprichwort innerhalb von DHL, France delayed, Germany postponed. Wann immer es also um neue IT-Systeme oder ähnliche Dinge geht, sozusagen bei den Franzosen geht es ein bisschen im Chaos unter und bei uns sind die Regularien so kompliziert, dass man erstmal das Land erstmal 5 Jahre später dran nimmt, wenn alle anderen dann schon passiert sind. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für das, was Sie hier gerade diskutieren. Ich würde da gerne einen Punkt noch hinzufügen, denn es ist nicht nur sozusagen, dass wir zu lange brauchen, dass wir alles toll machen wollen, sondern auch wenn man jung ist und hier rüberkommt oder hier ist und eine Idee hat. Ich glaube, dass die Deutschen unglaublich stark noch in dieser Hierarchie und diesem Alterssenioritätsprinzip verhaftet sind. Das heißt, man traut jungen Leuten auch nicht zu, diese Fähigkeiten zu haben, um das umzusetzen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Kriterium, warum bei uns nicht so viele Start-ups gegründet werden wie in den USA. Herr Heidt, was machen Sie für Erfahrungen bei der Stadtwerke? Sind wir zu kompliziert? Sind wir zu sicherheitsorientiert? Geben wir jungen Menschen zu wenig Chancen? Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Das ist ein großes Feld, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Dynamik, die Sie eben beschrieben haben, und wir haben ja gerade von Bay Area gesprochen, ja, Silicon Valley, dass das natürlich eine Dynamik und eine Geschwindigkeit ist, an die wir uns erstmal noch gewöhnen müssen, nicht nur bei der Internetverbindung, sondern auch bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall ein Thema. Sie haben es eben auch angesprochen, Vorteil an deutschen Infrastrukturen sind natürlich auch, dass sie funktionieren und verlässlich sind, deswegen manche Dinge auch länger dauern und mehr Regularien haben. Ich denke mal an die Stromversorgung im Silicon Valley. Ich glaube, die würden sich freuen, wenn sie so eine Strom- und Wasserversorgung hätten, wie wir sie hier haben. Also es gibt Vor- und Nachteile, die man da abwägen muss, aber Sie haben definitiv recht in Bezug auf Entwicklung und Entscheidungsprozesse müssen wir definitiv an Geschwindigkeit zulegen. Ich gucke gerade mal, Frau Metzen. Wir haben es ja gerade bei Ted auch gehört, deine Frau ist Unternehmerin, du bist Unternehmer, ihr wollt auch hier ein Unternehmen gründen, also als Unternehmer in Deutschland tätig sein. Ist das einfach oder wie einfach ist das? Was muss er machen? Also um das mal so ein bisschen zu verstehen. Also er wird es wissen, aber ich weiß es nicht und das Publikum vielleicht auch nicht. Also was ist da alles, was sind da für Schritte zu machen? Was ist mit dem Aufenthaltsstatus oder was muss ich da beachten? Bevor ich darauf antworte, ja, ein großes Lob an die Bonner Stadtwerke ist tatsächlich grundsätzlich die Infrastruktur ist der zweitpositivste Punkt, den die amerikanischen Unternehmen in Deutschland sehen, wenn sie hier investieren. Also sie machen ganz, ganz viel richtig. Das war nicht abgesprochen. Aber es darf auch mal gesagt werden.
Also was ganz wichtig ist, wenn man neu als Unternehmer nach Deutschland kommt, dass man sozusagen erstmal den Markt screent natürlich. Also da erzählt nichts Neues, sozusagen wer ist da in dem Feld vielleicht schon unterwegs, was fängt vorher an, Sie haben es gesagt, welches Visum brauche ich eigentlich, welche Aufenthaltsgenehmigung, und dass man dann auch sehr, sehr klar schaut, wenn ich eine Familie mitbringe, bedeutet das, wenn ich eine bekomme, dass auch gleichzeitig meine Familie die Aufenthaltsgenehmigung bekommt, mein Ehepartner oder Lebensgefährte, und da wird es dann manchmal ganz schwierig. In Deutschland ist es jedoch viel einfacher, als wenn Sie auf die andere Seite des Teiches gehen. Also die Visa-Problematik oder die Herausforderung, ein Visum zu bekommen für einen Unternehmer oder für Mitarbeiter von Unternehmen in den USA, ist sehr restriktiv. Ja. Visum schwierig, ich würde das nämlich jetzt gerne mal umdrehen. Da kommt der deutsche Unternehmer direkt, nämlich nach Amerika. Was sieht der auf den ersten Blick? Was gefällt ihm? Das sicherlich nicht mit dem Visum, aber was gefällt ihm? Was kommt positiv ihm da entgegen? Ich glaube, Ted hat es ja schon ein Stück weit angesprochen. Also sicherlich eine größere Neugierde, eine Offenheit Neuem gegenüber und eben einfach mal machen, nicht gleich überlegen, ob es vielleicht in 10 Jahren noch funktioniert, sondern einfach loslegen, machen, ausprobieren, eben auch, wenn es darum geht, Leute einstellen. Das geht halt auch viel schneller in den USA, weil im Zweifel, wenn es schief geht, geht es eben auch leichter, sie wieder loszuwerden, ohne dass ich eine Hire-and-Fire-Mentalität. Aber warum sind die deutschen Weltmeister im Überstunden machen? Eben weil vieles hier langsamer geht. Also das sind sicherlich die Dinge, die leichter gehen. Die Dinge, die sicherlich schwierig sind, also Infrastruktur ist sicherlich ein Thema, was sehr, sehr, sehr kompliziert ist. Und in der Tat, Arbeitsgenehmigungen für deutsche Mitarbeiter, selbst für einen Konzern wie uns, also the good news, man kriegt sie immer. The bad news ist, es dauert einfach viel, viel, viel zu lange und ist viel zu träge, viel zu zäh. Und, aber in Summe glaube ich dennoch, dass gerade auch so was Sprache, auch was Mentalität angeht, die Deutschen und die Amerikaner, man findet dann doch noch relativ schnell, also oftmals habe ich das Gefühl, mit einem Engländer entstehen mehr Missverständnisse als mit einem Amerikaner, auch sozusagen auf der sprachlichen und sonstigen Ebene. Und übrigens ein großes Kompliment und ich finde auch einen Applaus an Ted, einen Amerikaner, der so toll Deutsch spricht. Absolut. Das sieht man auch nicht immer. Frau Metzen, welche schrägen Bilder oder Vorurteile gibt es denn noch so von beiden Seiten des Atlantiks? Was ist Ihnen da bislang so untergekommen? Und was ist vielleicht gar nicht, was ist vielleicht wirklich nur eine Mär, also vielleicht wirklich nur eine Geschichte? Was ich häufig erlebe, dass jeweils die anderen, also die Amerikaner von den Deutschen und die Deutschen von den Amerikanern denken, dass wir unglaublich viel Höflichkeiten austauschen müssen, um zum Punkt zu kommen. Im Arbeitsalltag erlebe ich das aber gar nicht. Das heißt, viele Deutsche denken, wenn sie einem Amerikaner schreiben, der müssen erstmal 4 Sätze schreiben, hey, how are you doing, I hope this finds you well and everything is great, ehe sie dann zu ihrem Punkt kommen. Aber wenn ich mit Amerikanern spreche, dann denken die das umgekehrt von den Deutschen auch, dass man erstmal Höflichkeitsfloskeln schreiben muss. Und das finde ich ganz witzig. Also dass Vorurteile, also dasselbe Vorurteil herrscht auf beiden Seiten. Und das kann man relativ schnell abbügeln. Aber Ted, hast du mal bereut, ins Rheinland oder nach Mettmann gekommen zu sein oder sich hier so ausgebreitet zu haben, statt vielleicht lieber in Berlin, in München oder in Hamburg zu sein? Wie ist da so die... Sie sind ganz interessante Start und wir haben überdacht. Vielleicht wir können auch da leben. Für uns ist ganz personal, dass meine Schwiegereltern sind hier und es ist Beste in Düsseldorf, aber NRW ist auch interessant, weil es ist ein großes Industriehub mit einer großen Konzentration und Mittelstand und das Köln, Bonn, Düsseldorf, ganz viele große Firmen und aber ich finde bis jetzt, das ist ein bisschen weniger in entrepreneurial Kultur. Unternehmertum. Ja, Unternehmerkultur. Mhm. Und Berlin ist natürlich höher. Mhm. Und das ist kreativ für eine lange Zeit jetzt. Hast du auch Vorurteile erlebt, also dass Deutsche mit dir gesprochen haben oder die Amerikaner dich vielleicht zu Hause gefragt haben, Mensch, war das so? Haben die alle nur noch Sauerkraut gegessen? Oder ich weiß, ich spinne es jetzt mal, ich treibe es jetzt mal auf die Spitze. Aber hast du auch mit Vorurteilen oder auch mit schrägen Bildern, mit komischen Geschichten, mit Jokes da zu tun gehabt? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Ich verstehe nicht diese Frage so gut.
Kannst du ein bisschen also, langsamer sein? Man hat ja so eine Meinung. Da kommt ein Amerikaner nach Deutschland und man, ich übertreibe es jetzt, man könnte den Eindruck haben, der hat jetzt einen Cowboy-Hut auf, der hat einen Colt hier dabei und er spielt den ganzen Tag nur Wilder Westen und ist. Und bei dem Deutschen sagt man ja sehr schnell, er ist ja sicherheitsorientiert, er isst nur Sauerkraut und so. Nee, ist niemand so einfach, nicht so schwarz-weiß. Ja. Und ich finde hier, da sind viele Leute mit einem offenen Kopf, ist das ein bisschen komisch, offener Kopf oder offener Mind. Also es wäre erstmal was fürs Krankenhaus, das stimmt. Aber offenen... Du wurdest mit offenen Armen empfangen und mit offenem Herzen. Also das offene Herzen und offener Arm. Und offenes Herz ist auch schwierig. Ja. Und internationales Perspektiv. Mhm. Ist gleich wie Staaten. Ist, auch tolerant. Jedes Mensch ist nicht ein Cowboy. Ja. Aber, wir essen noch nicht alle Sauerkraut. Ja, und ist... Ja. Okay, gut. Ja. Herr Haidt, wäre das Geschäft für SWB, jetzt haben wir so ein paar Sachen mal rausgefunden, was passiert in diesen beiden Ländern, in diesen beiden Bereichen für die SWB als Energie- und Wasserversorger einfacher in den Staaten als hier? Schneller? Mit weniger Regularien oder wie? Das ist eine schwierige Frage. Bevor ich die beantworte, möchte ich aber noch ein schönes Vorurteil von Amerikanern über Deutschland berichten. Wir hatten vor 15 Jahren mal einen amerikanischen Spieler, der zu uns gekommen ist. Und als er seinen Koffer ausgepackt hat, hatte der die Hälfte seines Koffers mit Toilettenpapier vollgepackt. Woraufhin die Frage, was machst du damit? I wasn't sure. Ja, also das ist lange her und wir lachen heute noch drüber über die Geschichte, aber er war sich nicht ganz sicher. Ne? War für ein ganzes Jahr gebucht, hatte ein paar Rollen dabei. Ja. Aber die Frage, die Sie eben gestellt haben, wie würde unser Geschäft aussehen in den USA? Genau. Ich denke nicht, dass man das Stadtwerke-Modell 1:1 auf die USA übertragen kann, weil einfach die Systeme in Bezug auf Daseinsversorgung komplett unterschiedlich sind. Aber das, was ich eben schon mal angedeutet habe, wo ich starke Unterschiede erkenne und das auch als Feedback bekomme von vielen Amerikanern, die hier sind, in Bezug auf Energieversorgung, in Bezug auf Wasserversorgung, Qualität der Wasserversorgung, Qualität der Stabilität, Verlässlichkeit. Ich denke, das sind alles Grundvoraussetzungen für eine prosperierende Wirtschaft, für einen prosperierenden Wirtschaftsstandort. Und ich glaube, da haben wir wirklich nicht nur mit den Stadtwerken Bonn, sondern generell in Deutschland wirklich ein sehr hohes Qualitätsniveau erreicht. Und ich glaube, das ist auch was, wo Amerikaner auch drauf schauen und sagen, vielleicht das eine oder andere hätten wir vielleicht auch ganz gerne. Wenn man vielleicht noch den Einsatz ergänzen darf in Bezug auf Energieversorgung, das Thema hier heißt ja Bay Area in Kalifornien. Und wir sehen ja in Kalifornien, dass der Staat Kalifornien sich im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten als Land in der Energiepolitik ganz anders verhält. Und ich denke, dass sie da auf einen Energieversorger, wie wir es sind, mit Ökostromprodukten, mit 70% regenerativen Energien in unserem regulären Strommix, glaube ich, einen verlässlichen Partner hätten für ihre Energieversorgung. Dann ist es nur noch ein Teil des Landes, ne? Dann wird's kleiner und dann... Wobei, wir müssen, glaube ich, an der Stelle auch sagen, Sie haben ja eben gesagt, wie viele Leute zuschauen vielleicht. Also wir haben keine aktive Expansionsstrategie in den USA derzeit vor. Also im Moment müssen sich Kunden noch keine Gedanken machen. Nein, wo sie noch nicht. Herr Reckling, jetzt waren wir gerade bei den schrägen Geschichten oder bei den schrägen Bildern und Vorurteilen. So einem CEO kommt doch sicherlich auch mal einiges unter. Gibt es da auch so ein klassisches Vorurteil, was in die eine oder in die andere Richtung geht? Ja, vielleicht erstmal kann ich auch noch so eine kleine Jugendanekdote beisteuern. Ich war ja auch immer mal mit 17 Jahren dann für ein Jahr auf Highschool-Austausch in den USA und davon dann die ersten 3 Monate in Butte, Montana, wo mich dann also tatsächlich die ernst gemeinte Frage ereilte, ob wir eigentlich Strom hätten in Deutschland. Also insofern, ich glaube, was zu dieser bisschen schräger, ich glaube, bei allem Geschwindigkeit, bei aller Entrepreneurship in den USA, große Teile der USA, insbesondere außerhalb der Metropolen, sind eben auch sehr inward-oriented. Also wirklich, haben noch nicht mal einen Reisepass, noch nie das Land verlassen und deswegen leben so viel stärker in ihrem eigenen Kosmos.
können das natürlich auch, weil die USA mit einem Land, wo wir schon mal mindestens mal ganz Europa brauchen, um dagegen anzukommen. Also das prägt, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Kulturen. Das mag jetzt in der Bay Area nur bedingt gelten, das mag in New York nur bedingt gelten, aber es gibt eben auch ganz viel andere Fläche in den USA, wo ganz andere sozusagen Mentalitäten noch herrschen. Und ansonsten, ich glaube, von den Schrägheiten, die einem als CEO über den Weg laufen, das ist sicherlich, ich weiß, als ich dann zum ersten Mal in einem meiner Teams, dann wir einen Amerikaner im Team hatten, ja, der hat halt immer noch mal 3 Schleifen mehr an seinem Satz dran gebraucht, bis er auf den Punkt gekommen ist. Und solche Sachen, das sind sicherlich so allgemeine, dass wir immer so maschinenpistolenartig irgendwie unsere Fakten rausschießen, während der Amerikaner vielleicht dann das eine oder andere doch mal etwas blumiger sagt. Aber am Ende gibt es, glaube ich, auch den einen oder anderen Deutschen, ich schaue mich jetzt nicht selber an, der gerne mal ein bisschen blumiger und mehr redet. Und es gibt den einen oder anderen Amerikaner, der auch ein bisschen wortkarger ist. Also ich glaube, man sollte die Schrägheiten am Ende auch nicht überpolieren. Und es gibt in jedem Land gerade Vögel, schräge Vögel und das auch gut so. Und das ist ja auch die Toleranz, von der Ted ja eben auch sprach und von dem, wie er hier aufgenommen wurde, auch in Deutschland, was das genau unterstreicht. Herr Reckling, noch mal eine Frage an Sie. Das operative Geschäft overseas, also weltweit, ist es einfacher? Oder hat die EU da aufgeholt, hat Ihnen die EU es etwas einfacher gemacht? Wie sind da so die Erfahrungen? Also die EU hat es uns natürlich jetzt als DHL Express sehr viel leichter gemacht. Also wir denken auch in 3 Produkten. Das eine ist immer das inländische Produkt. Und dann gab es früher das Domestic Product und dann gab es, was wir WPX, World Parcel nennen. Und inzwischen haben wir dazwischen eben ein Produkt, was wir ECX nennen, also das European Parcel, weil wir eben quasi in ganz Europa inzwischen nach ähnlichen Logiken versenden können, wie wir das innerhalb eines Landes tun, weil es eben keine Zollkomplexitäten und ähnliche Dinge gibt und weil man und man merkt einen Riesenunterschied, ob ich jetzt irgendwo mit Zoll was hinverschicke oder ohne Zoll was hinverschicke. Das ist, was sozusagen Trade Enablement angeht, was das Erleichtern von Warenströmen angeht, ein riesiger Unterschied und deswegen hat Europa ohne Frage ganz, ganz, ganz viel für uns bewirkt. Ich glaube, jetzt bin ich leidenschaftlicher Europäer, ich bin sogar auf eine europäische Hochschule mal irgendwann vor Jahrhunderten gegangen, aber ich glaube, wir haben nur vieles davon. Das Problem ist, viele der Vorteile davon sind uns inzwischen so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir sie gar nicht mehr merken. Und vieles dessen, was vielleicht auch overboarded ist und was vielleicht auch ein bisschen überadministriert wurde, das fällt uns jeden Tag auf, weswegen so eine gewisse skeptische Grundstimmung herrscht. Also ich kann mich noch erinnern, als ich Student war, also wir haben gebrannt für Europa und als dann irgendwo zum ersten Mal die Freizügigkeit kam, war das ein Riesending. Als dann der Euro kam, war das ein Riesending. Ich erinnere mich, haben wir noch irgendwann, wann war das genau, überlegen, 1995 in Österreich gearbeitet und brauchte also nicht nur, dass ich also immer Schilling hatte, ich brauchte einen Fremdenausweis, um in Österreich zu arbeiten. Das sind alles Dinge, die heute völlig unvorstellbar sind und ich glaube, wir müssen uns so diese Kleinigkeiten und die vielen positiven Dinge, die vielleicht dieses Monster EU generiert hat, auch immer wieder öfters vor Augen führen und nicht nur die Schattenseiten, die es definitiv auch hat, vor Augen haben und so ein bisschen mehr Herzblut dafür entwickeln. Das Plädoyer von Herrn für Europa von Herrn Reckling. Ja, die guten, die wirklich praktischen Dinge, die uns Erleichterung gebracht haben, die rutschten dann so durch. Ne? Ja. Und wir denken alle an die Krümmung der Banane und der Gurke und an diese Dinge, die dann vielleicht nicht unbedingt sein mussten. Wie sind denn, Frau Metzen, ich würde gerne noch mal zu den amerikanischen, großen amerikanischen Firmen kommen, zu Google, zu Amazon, zu Microsoft, Starbucks, US-Konzerne. Sind das überhaupt noch, so ein bisschen spitz gefragt, überhaupt noch US-Konzerne oder sind es die ersten multinationalen Konzerne und die Amerikaner wissen das noch gar nicht? Es sind natürlich globale Konzerne, aber wir haben das eben auch gehört. Die meisten Konzerne, die global unterwegs sind, nennen sich gar nicht mehr sozusagen nach den Ländern, in denen sie mal gegründet worden sind und wo sie ihren Hauptsitz haben. Das heißt, auch viele deutsche global agierende Konzerne sagen, wir sind ein globaler Konzern und nicht, wir sind ein deutscher Konzern. Also das findet ohnehin, glaube ich, inzwischen statt, dadurch, dass die Global Supply Chains, die Unternehmen komplett verändert haben. Jetzt die Konzerne, die Sie genannt haben, spielen natürlich nochmal eine ganz andere Rolle, weil sie die Gesellschaften auf eine andere Art global durchdringen und nicht nur sozusagen mit ihren Produkten, sondern auf eine ganz andere Art in die Tiefe der Gesellschaft eindringen. Und deshalb ist die Frage berechtigt, sind es eigentlich noch amerikanische Konzerne oder nicht? Was ich spannend finde, ist, dass die Amerikaner gerade sich dieselbe Frage stellen.
Also wir schauen ja sehr kritisch darauf, was passiert mit diesem Konzern und sozusagen, wo findet Wertschöpfung statt, wo wird diese Wertschöpfung besteuert oder wo nicht. Das ist ja bei uns eine Riesendiskussion. Aber dieselbe Diskussion sehen wir in den USA. Auch die Amerikaner merken, dass man das kritischer anschauen muss. Und deshalb würde ich sagen, ist es nicht nur ein Blick, den wir als Deutsche oder Europäer auf die großen Konzerne haben, sondern das findet schon auch im Heimatland statt. Jetzt haben Sie die großen Konzerne angesprochen und das böse Wort mit S haben Sie auch angesprochen, diese verflixten Steuern. Ja. Es war ja mal wieder groß in den Schlagzeilen, Stichwort, wo zahlen Unternehmen wie Amazon, Starbucks, Google, Microsoft, wo zahlen die eigentlich ihre Steuern? Amazon soll einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahr prozentual weniger Steuern bezahlt haben als die ärmsten 20% der US-Amerikaner. Das kann irgendwie nicht so richtig sein. Frankreich, aktueller Streit, den es ja gibt, wirft Google vor, seine Firmen sitzen und damit die Gewinne in Länder mit niedriger Steuerpflicht zu verlagern. Da geht es um 1 Milliarde, glaube ich. Und dann die Frage, Herr Reckling, macht es dann überhaupt Sinn? Macht es Sinn, dort Steuern zu erheben, wo das Geld verdient wird? Ich glaube, im Prinzip ist das Grundprinzip, dort Steuern zu erheben, wo die Wertschöpfung stattfindet, sicherlich das richtige Prinzip. Nur dann, was ist Wertschöpfung, Verrechnungspreise? Es gibt 100 Arten von Regeln. Ich glaube, wir müssen uns eben auch von diesem deutschen Ideal des perfekten Steuersystems an der Stelle verabschieden. Und ich glaube, am Ende geht es allen rund um die Welt besser, wenn wir es einfach und transparent machen und eben auch diesen globalen Wettbewerb der Steuersysteme akzeptieren und uns anfangen, dem zu stellen. Weil verhindern können wir es eh nicht, wenn die Konzerne global agieren und auch sich eben global denken und sich vorstellen können, heute kann mein Head Office hier sein, morgen dort sein, dann habe ich eben diesen Wettbewerb und dann muss ich eben schauen, dass ich als Gesamtpaket des Landes aus Steuersystem, aus Infrastruktur, aus digitaler Infrastruktur, aus Arbeitskräften ein attraktives Gesamtmix dem Unternehmen zur Verfügung stelle. Und das ist, glaube ich, wichtiger als das Jammern darüber, dass es irgendwo Vermeidungsstrategien gibt. Solange der Mensch ist clever und solange ich optimieren kann, wird der Mensch sich optimieren. Und das ist auch gut so. Mhm. Frau Metzen, wie sehen Sie das? Weil also wenn wir das übersetzen, heißt das ja, Mensch, solange du mir die Möglichkeit dazu gibst, das machen zu können, dann mache ich es halt. Das Interessante ist, dass als die Diskussion bei uns aufgekommen ist, einige dieser Konzerne, die Sie eben genannt haben, angefangen haben, sozusagen freiwillig Steuern zu zahlen, weil ja, Vermeidung, wir könnten das eigentlich, aber wir wollen auch zeigen, wir sind ein gut Citizen, wir sind auch ein guter Bürger in Deutschland, haben angefangen, ihre Steuern freiwillig zu zahlen. Das finde ich eine interessante Entwicklung. Und das, was Sie eben gesagt haben, ist ganz wichtig, dass wir in größeren Verbünden alle zu einer gleichen Lösung kommen. Und dass nicht einzelne Länder dann als sozusagen Steueroasen genommen werden. Und ich glaube, wir haben es noch nicht mal in Europa hingekriegt, sozusagen dieses einheitliche System zu schaffen. Ideal wäre es natürlich, wenn Europa und USA das gemeinsam hinkriegen würden. Da sind wir noch nicht. Aber wenn wir das schaffen, dann kriegen wir diese Konzerne, glaube ich, auch fair und richtig besteuert. Aber es funktioniert eben nicht, wenn einzelne Länder vorausmarschieren und sagen, wir wollen es jetzt aber so machen und wir wollen euch bestrafen. Dann geht das Land, dann geht das Unternehmen einfach woanders hin. So wird es nicht funktionieren. Und um da nochmal, also ja. Ich glaube, gut, Corporate Citizenship ist was, wo, glaube ich, fast alle globalen Konzerne auch bejahen könnten zu, weil das ist eben nicht nur eine Frage von Steuern, das ist auch eine Frage, wie attraktiv bin ich als Arbeitgeber, wie attraktiv bin ich für Kunden. Aber es geht eben dann um ein good global corporate citizenship und dass ich eben schaue, gerade wir als globaler Konzern, ich glaube, unser Antrieb ist es eben, am Ende in 220 Ländern der Erde einen Beitrag zur Infrastruktur zu leisten und damit einen Beitrag zum Wohlstand zu leisten. Deswegen investieren wir ganz viel in vielen Ländern, in gerade Bildungsprogramme zum Beispiel, weil wir glauben, dass das am Ende den Wohlstand in dem Land fördert. Und wenn es den Wohlstand in dem Land fördert, gibt es mehr Handel in dem Land. Das ist wiederum gut für uns. Und so ergibt sich dort ein positiver Teufelskreis, an dem alle profitieren können. Ja, im Moment müssen wir da eher noch an das Gute im Menschen oder an das Gute im Unternehmerherz denken, um sich dann wirklich auch so zu engagieren, wie Sie es gerade beschrieben haben. Herr Haidt, als Großer in der Region, so würde ich die SWB beschreiben, ein Großer in der Region, aber global gesehen nicht so bedeutend. Ist da eine Angst, irgendwann mal von so einem Global Player geschluckt zu werden, aus dem Markt verdrängt zu werden? Wie geht man mit dieser Situation um? Ja, also das ist eine relevante Frage. Ich denke mal, dadurch, dass wir mit unserer Infrastruktur ja hier in Bonn im wahrsten Sinne des Wortes mit unseren Leitungen und Rohren verwurzelt sind,
ist das Wurzel trifft es manchmal auch ganz gut. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir hier an dem Standort ja unsere Heimat auch haben. Ist es natürlich so, dass andere Unternehmen, die sich auf unseren Märkten auch tummeln, uns auch angreifen werden. Und ich denke, eine der großen Stärken dieser Unternehmen aus dem Bay Area auch und aus dem Silicon Valley ist auch das, was wir für uns eigentlich immer hochhalten, nämlich dass wir den Kunden hier vor Ort am besten kennen. Und da zeigt uns aber Amazon, Google, eBay, die zeigen uns aber ganz genau, auch wenn du nicht räumlich nah dran bist an dem Kunden, du kannst ihn aber sehr gut kennenlernen. Viele der Unternehmen, Sie kennen die Beispiele auch, übertreiben das und führen das sozusagen zur Spitze. Aber um diesem Wettbewerb auf dem Endkundensegment, gerade im Stromwettbewerb, begegnen zu können, denke ich, müssen wir als kommunales, regionales Unternehmen auch diesem Anspruch, den Kunden hier vor Ort am besten zu kennen, auch sozusagen genügen. Und da müssen wir auf jeden Fall auch besser werden. Und da müssen wir uns an solchen Unternehmen auch orientieren. Was waren die für Stärken? Wie lernen die ihren Kunden kennen? Und was können wir davon lernen? Wo wir, denke ich mal, auch gegen so große Konzerne wie Google und andere, glaube ich, schon auch selbstbewusst sein können. Das, was wir hier tun an unserem Kerngeschäft, hier vor Ort in Bezug auf Mobilität, Verwertung, Versorgung, da braucht uns, glaube ich, keiner was vormachen, sondern da sind wir, glaube ich, schon state of the art und Profis auch. Ja, das hört sich sehr überzeugt an. Das ist schön. Ja, wir haben ja heute unseren deutsch-amerikanischen Abend sozusagen. Und so im Mittelteil würde ich gerne Sie mal fragen, liebes Publikum. Wir wollen auch das Publikum ein bisschen näher kennenlernen. Welche Erfahrungen Sie bislang mit den Vereinigten Staaten gemacht haben? Die Frage an Sie, dazu müssen Sie nicht den Platz verlassen, es reicht einfach mal kurz den Arm zu heben. Wer war denn von Ihnen schon mal im Urlaub oder beruflich, im Urlaub in den Vereinigten Staaten von Amerika? Herr Heitz, Sie helfen mir so ein bisschen, wenn ich gucke. Wie viel haben wir da? Hälfte? Da sieht man nicht so viel. Oh, knappe Hälfte, oder? Knappe Hälfte, ja. Okay, wer hat denn von Ihnen in den Vereinigten Staaten schon mal gearbeitet? Herr Heikling? Da sind gleich drei nebeneinander. Da wird es dann schon weniger. Und die letzte Frage, genau. Wer ist denn von Ihnen Amerikaner? Das noch jemand? Okay. Danke dafür. Ted, wir machen beim Amerikaner weiter. Innovation hören wir immer. Wir Deutschen lieben Innovation, wir lieben auch Sicherheit, wir lieben aber auch Innovationen. Mhm. Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen zu langsam. Kommt der Amerikaner, der es gerne manchmal vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen feuriger haben möchte, kommt ein Amerikaner mit dem deutschen Innovationstempo klar? Ist das das richtige Tempo für dich? Oder wie würdest du das sagen? Ich finde, nur ein Jahr hier, ja? Okay. Ich finde, dass diesem Innovationskultur hier, wie ich habe gesagt, ist ein bisschen langsamer als amerikanische Innovationstempo. Facebook für eine lange Zeit hat einen Slogan, move fast and break things. Und natürlich, Facebook ist jetzt ein bisschen controversial und vielleicht zu viele Dinge hat gebrochen, aber das war eine gute Strategie für moving with agility and speed and being first to market and testing many ideas. Es ist genau das, es beschreibt es ganz gut, dieses amerikanische Unternehmertum, ne? Dieses Ausprobieren, was du beschrieben hast. Absolut, und das ist die Origin Story von Silicon Valley. Und wirklich ist ein Origin Story von Amerika. Und Staaten ist nur 340 Jahre alt, oder? 1766? 76. Ja. Oder? Ja, genau. Ja, ja. Und ist nicht so alt. Ja. Und in unser DNA ist ein Innovationsspirit von Tage 1. Und das war ein neues Firma. Diesem Flüchtlingen aus England hat zu Staaten geflogen und an Boot, Schiff und dann ein neues Firma gemacht, ein neues Staat gemacht, Land. Und in Silicon Valley auch. Und ich glaube, dass
Da ist immer eine Frage, welchen kommt erst, Talent oder Geld, Talent oder Capital? Mhm. Und für eine lange Zeit, everybody habe gedacht, das ist Talent goes where the money is. Aber jetzt ganz viel Research zeigt, dass Money follows the Talent. Und in Silicon Valley, in Boston, Massachusetts, war ein, die erste Silicon Valley, kleiner, mit MIT und Harvard und etc. Und dann Silicon Alley in New York, mhm. ist, the Talent ist da und Geld kommt. Und auch ist wichtig, dass es Coastal Zones, ne? weil es nicht Inward Mindset ist, mhm. Outward Mindset. Es ist immer, wenn eine intelligente Unternehmer ist immer gucken, was sind die beste Ideen für Produkt, für meine Investoren, für und wie kann wir unsere Firma wechseln mit Kultur und Policies, was ist progressiv, was ist Next Generation und immer Importing. Und ich finde, dass hier mit meiner Experience mhm. ist ganz viele Unternehmen und Leitern denken, was ist Traditioneller, weil Traditioneller hat bis jetzt gut gegangen, genau. Funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das ist gefährlich. Aber ich würde da ein bisschen reingrätschen wollen. Über den Tellerrand hinausschauen, ich glaube, das ist das. Aber ich glaube, in Deutschland, manchmal sind wir auch zu selbstkritisch, weil ich glaube, inzwischen wächst da auch eine Generation ran und es tut sie was. Hat wahrscheinlich in Berlin angefangen, ist aber inzwischen auch in München angekommen und sogar in großen Teilen des Rheinlandes, wo wir tatsächlich auch plötzlich viel mehr Startup-Mentality haben. Wenn ich mir anschaue, in meinem Kundenstamm vor 3 Jahren hatte ich ca. 3000 E-Commerce-Kunden, die tatsächlich international gehandelt haben. Letztes Jahr waren schon 12.000 und jetzt sind es 18.000 deutsche Firmen, die also international über E-Commerce Geld verdienen. Und ich glaube, da sieht man, ja, wir sind noch lange nicht da, wo die USA war, wir sind auch noch nicht ganz da, wo England ist, aber ich glaube, also da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren und es gibt auch bei uns diese Start-up-Generation und Leute, die tatsächlich ein gewisses Risiko eingehen. Den Gedanken von Ted zum Kapital finde ich aber spannend, weil jetzt, wo das Talent da ist, manchmal kommt das Kapital hier in Deutschland auch nicht ganz in den richtigen Strukturen hinterher. Aber was sagen Ihnen die amerikanischen Firmen mit dem deutschen Innovationstempo? Passt das zusammen? Springt das auseinander? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, Frau Metzen? Also das Spannende ist, dass wir das Land der Dichter und Denker sind, oder? Dass wir immer Erfinder waren, dass wir eigentlich Unternehmertum immer in den Genen gehabt haben. Unsere ganzen großen Familienunternehmen, eigentlich können wir das ja, nur es dauert ein bisschen länger bei uns, auch wenn sich das inzwischen schon etwas verändert hat. Die Amerikaner brauchen tatsächlich unsere Fähigkeit, Unternehmen zu gründen und auch unsere Technologieaffinität. Wir sind extrem gut in neuen Technologien und wenn das zusammenkommt, dann haben sie immer die besten Produkte und die besten Unternehmen. Und viele amerikanische Firmen machen ja gerade in Deutschland wahnsinnig viel Research and Development, machen ihre Innovationsbildung in Deutschland, weil sie von dem sozusagen Ökosystem der kleinen und mittelständischen Unternehmen total profitieren. Sozusagen daraus ziehen sie ihre Ideen und entwickeln die mit diesen Mittelständlern zusammen. Also ich weigere mich auch zu sagen, sozusagen, dass Innovation kommt nur aus USA. Was ich glaube, weshalb es bei uns nicht so schnell geht, es ist ein anderes Menschenbild. Das heißt, um den Mut zu haben, diese Risikobereitschaft, das einfach mal zu machen, aus der Uni heraus, so keinen Job anzunehmen und einfach mal loszulegen, dazu gehört, ich kann auch Misserfolg haben. Und in USA ist mit Misserfolg in Ordnung. Man wird nicht sofort in die Schublade gepackt. Dahinter steckt das Menschenbild. Der Amerikaner schaut den anderen an und sieht Stärken. Wir Deutschen schauen den anderen an und sehen immer die Defizite. Und wenn das so ist, dann kommt man auch aus Misserfolgen und Schubladen nicht raus. Und ich glaube, und du kannst das viel besser erzählen, es ist ja in den USA so, wenn sie gründen, wenn sie nicht mindestens 2-3 Mal einen Misserfolg hatten, dann sind sie ja gar kein ernstzunehmender Gründer fast. Also dieses Ausprobieren. Sind das die Erfahrungen, die man dann braucht, die man gemacht haben muss, um ein kompletter Unternehmer zu sein? Sind das Erfahrungen, mal zu scheitern oder mal eine Niederlage bekommen zu haben? Ist das wichtig?
Ist ein Misserfolg, ein Moment, ist ein Misserfolg ein Failure? Yes. Ja, und dein Punkt war dass du kannst viele Failures in ja, und still alles gut. They would accept you as du bist startup. Besser. Investoren denkst du hast mehr Experience jetzt und du hast eine höhere Probability für Success in deine nächste Venture. Aber ich weiß nicht hier, ist nicht so. Ja, halt, wie ist denn das bei Ihnen? Wie ist denn das bei Ihnen, wenn wir mal auf den Baseballsport kommen? Da haben Sie das Spiel verloren, amerikanischer Trainer, war eine Niederlage. Wie geht er damit um? Oder wie ist er mit der Mannschaft umgegangen? Ja, also das ist das, was er zum Entree auch gesagt hat, dass mich das deutlich geprägt hat. Und das Umgehen mit einer Niederlage, die sozusagen als Teil der Erfolgsgeschichte zu sehen und nicht sozusagen als Endpunkt und fatales Scheitern, sondern als noch bessere Geschichte, die wir später erzählen werden, das hat mir schon immer imponiert. Und das, was Sie eben auch gesagt haben, das gilt aus meiner Sicht auch zumindest für die amerikanischen Trainer, die ich kennengelernt habe, es ist nicht immer der Blick sozusagen auf die Schwächen des Spielers, sondern zu schauen, wo sind die Stärken des Spielers und wie kann man einen Spieler am besten einsetzen. Das ist auch etwas, was mir immer sehr imponiert hat und mich geprägt hat, wo ich manchmal bei deutschen Trainern eher dachte, oh Gott, jetzt müssen wir an den Schwächen arbeiten, was ausmerzen. Ne? Wo der Amerikaner vielleicht eher gesagt hat, guck mal, in diesen Bereichen bist du sehr, sehr gut. Und das werden wir in die Spieltaktik so einbauen, dass wir diese Stärken am besten nutzen können. Und praktizieren das die Stadtwerke Bonn auch so? Also, fiese Frage. Ich spreche mal für mein Führungsverhalten. Ich versuche das zumindest, bestmöglich umzusetzen. Müsste man vielleicht meine Kollegen fragen. Ja, aber dann ist das, das bedeutet ja, dann ist es nicht die Unternehmenskultur, sondern sind das eigene Erfahrungen, die man gemacht hat und die bringt man dann ein als Unternehmer, als Chef und arbeitet dann so mit seinem Team. Naja gut, ich denke mal, das ist ja was, wir sprechen ja eben auch über Entwicklungen, was kann man lernen aus anderen Kulturen. Ich denke, das sind schon Dinge, die wir als deutsche Unternehmen schon auch lernen können und wo wir aus so einer anderen Kultur und Mentalität auch Dinge übernehmen können. Gerade bei den Themen, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, wenn Dinge Geschwindigkeit aufnehmen. Denn da gehört es nun mal einfach dazu, dass du Misserfolg hast, wenn du Dinge ausprobierst. Wichtig ist, dass du es dann nicht 3 Jahre machst und dir nicht eingestehst, sondern dass du fail early. Sondern dass du früh sagst, okay, die Richtung war falsch, wir gehen jetzt in die nächste. Nicht schlimm, wir gehen in die nächste, wir gehen in die nächste. Mhm. Und auch das ist etwas, wir haben mich vorhin ja angesprochen, was amerikanische Unternehmen auch machen, beziehen vielmehr den Kunden auch mit ein. Mhm. Ich denke, das ist auch was, in die Entwicklungsgeschichte den Kunden mit einzubeziehen, das ist was in der deutschen Kultur noch nicht so etabliert ist, was aber mehr und mehr kommen wird. Also ein Produkt auf den Markt zu bringen, was noch nicht alle Ingenieursfragen sozusagen beantwortet, das bricht ja einem deutschen Ingenieur das Herz. Wenn das iPhone rausgebracht wird, dann sagen die sogar, wir wissen, dass es noch nicht perfekt ist und das ist auch okay, denn wir werden bald ein zweites machen und ein drittes und ein viertes und mit dir zusammen als Kunden werden wir es besser machen. Und ich glaube, das sind so Themen, wenn es um mehr Geschwindigkeit geht, wenn es Innovationen gibt, das sind, glaube ich, Dinge, die man da auch annehmen kann. Sie haben eben gefragt, wie machen das die Stadtwerke? Ich denke, das ist ein Prozess, den kann man nicht anschalten wie ein Lichtschalter. Denn da haben Sie natürlich auch sozusagen Karrieren, die aus einem ganz anderen Mindset kommen und in einer ganz anderen Kultur auch gewachsen sind und andere Dinge gelernt haben. Und insofern denke ich mal, dass sowas nur ein Prozess sein kann, der sich schleichend entwickelt. Wie machen Sie das, Herr Reckling, bei DHL? Also wie gehen Sie mit Niederlagen um? 1969 in Amerika, in San Francisco gegründet, deutlich amerikanisch und dann seit 2002 bei der Post. Das sind ja zwei Einflüsse. Also vielleicht zwei Geschichten dazu. Erstmal zu dem Thema Führungsphilosophie. Also wir haben tatsächlich bei uns im Konzern 6 Führungsattribute und eines davon heißt Leveraging Strength. Also genau dieses Attribut eben versuche, mit deinen Leuten an deren Stärken zu arbeiten und nicht an deren Schwächen, weil es ist leichter, einen Muskel, der schon gut funktioniert, weiter zu stimulieren, als einen, der gar nicht da ist, zum Existieren zu bringen. Also deswegen
eben nicht sozusagen, du musst deine Schwächen beheben, sondern mach deine Stärken stärker. Das macht meistens auch deutlich mehr Spaß. Also das ist sozusagen hier nochmal, und ich glaube, das versuchen wir zu leben. Und das in der Tat gibt es sicherlich Kulturkreise, denen das ein bisschen eingängiger ist als anderen. Aber the good news, es kann jeder lernen. Das ist, glaube ich, das ist der eine. Wie gehen wir mit Niederlagen um? Also ich glaube, gerade wir als DHL Express sind da ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir waren 2008, 2009 sozusagen das Sorgenkind des Konzerns, haben in den USA Milliarden über Milliarden an Geld verloren, haben es bis in den US-Wahlkampf von Barack Obama geschafft, weil wir eben genau in der Phase viele, viele Menschen in den USA entlassen mussten, sind heute die starke Säule des Konzerns und das Erfolgsmodell, weil wir eben da aus den Fehlern gelernt haben, weil wir uns auf unsere Stärken besonnen haben, genau auf diesen Stärken wieder aufgebaut haben, diesen internationalen Fokus sehr stark über den inländischen Handel in den USA gesetzt haben, verdienen jetzt sogar in den USA auch wieder Geld als DHL Express. Also ich glaube, mit Niederlagen umgehen und sich überlegen, welche Stärken habe ich in der Niederlage trotzdem entdeckt und auf diesen dann aufbauen, ist viel, viel wichtiger, als sich irgendwie zehnmal auf dem Rücken selbst zu kasteien und sich selbst bestrafen zu wollen. Mhm. Ich würde... Es ist eben nicht nur eine Frage der Unternehmenskultur, sondern es geht um Menschenbild. Und das wird natürlich ganz früh geprägt, in der Familie, in der Schule. Das heißt, erst im Unternehmen anzufangen. Und es ist toll, wenn die Unternehmen das einführen, aber das reicht eben nicht. Und sozusagen, wenn wir in der Schule anfangen, so ein anderes Menschenbild den Kindern mitzugeben und wenn wir in der Schule anfangen, mitzugeben, dass es okay ist, auch mal Misserfolge zu haben. Ich glaube, das ist extrem wichtig und das unterscheidet uns von den USA. Und noch ein ganz kleiner Punkt, der auch, glaube ich, zum Erfolg im Silicon Valley oder USA von den Startup-Gründern dazu beiträgt, ist dieses sich vernetzen. Also wenn man als junger Gründer im Silicon Valley ist, dann sitzt man beim Starbucks oder wo auch immer und trifft ganz viele Leute und man redet mit allen, die man trifft. Da gibt es nicht sozusagen, nee, das ist jetzt meins, das ist meine Idee und ich sozusagen schotte mich total ab, weil ich Angst habe, dass vielleicht jemand anders mir was abschauen könnte, sondern jeder, den ich treffe, könnte ja potenziell der nächste super erfolgreiche Gründer sein. Und wenn ich den getroffen habe, sozusagen frühzeitig, dann habe ich auch später was davon. Also dieses Teilen und Vernetzen ganz im frühen Stadium, ich glaube, das ist uns Deutschen auch nicht immer ganz... Vielleicht zum Bildungssystem, ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich hier, weil, also mein 10-jähriger Sohn hat jetzt den Luxus, dass er hier in Bonn auf die internationale Schule geht. Meine großen Kinder sind ganz normal durch das deutsche Schulsystem gegangen und im deutschen Schulsystem wird sehr stark absolutes Wissen gemessen und das reicht dann oder reicht nicht. In dem internationalen Schulsystem wird wesentlich mehr Progress gemessen. Also es ist gar nicht so wichtig, wie viel du jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt absolut weißt. Solange jedes in gewissen Zeitraum genug Wissen dazu aufgebaut wird, sind die völlig entspannt. Und ich glaube, das schafft ein ganz anderes Selbstbewusstsein in so einem kleinen Kind, als wenn er hört, ja, du bist jetzt um so und so viel besser geworden, als, ne, du bist aber der drittschlechteste in der Klasse. Und ich glaube, das schafft genau dieses Vertrauen, was dann auch eine Niederlage verkraftet und sagt, dann fange ich halt nochmal an. Und da sind wir wieder schnell bei dem Glas, das halb voll ist oder halb leer ist. Genau. Das ist immer die Betrachtungsweise. Ich würde mit Ihnen gerne... im letzten Drittel oder ja, vielleicht sogar noch schon ein bisschen mehr, auf unsere Region nochmal kommen. Jetzt haben wir so viel von Silicon Valley gehört. Es gibt ja auch das Rhine Valley. Könnte nicht das Rhine Valley in der Mitte Europas, Ted, genauso wie das Silicon Valley an der Westküste der USA in seiner ganz eigenen Art hier auch Impulsgeber sein oder Motor sein oder Hotspot sein der Entwicklung? Also traut man das dieser Region zu oder... Denke ich das nur, weil ich hier wohne oder weil ich das hier so toll finde oder so? Die Frage ist, denke ich, dass diesem... Traust du uns das zu? Glaubst du, dass die Rhine Valley, also diese Region hier, dass sie vielleicht auch so ein Impulsgeber sein kann, dass Ideen von hier kommen und dass das... Ich glaube, Schritt für Schritt. Weil ich weiß, dass... Da ist eine große Initiative von NRW Economy Ministry, DigiHub, und da ist neues Geld, das ist kein Equity-Geld, das ist ein Grant-Funding für eine neue Startup-Idee, da ist eine Gründerstipendium-Option, wenn du hast eine Idee und du möchtest ein Unternehmen probieren. Und das ist möglich, dass du kannst deine Impulse, run with your impulse. Schön.
Aber ich glaube immer noch, Kultur ist eine Frage. Und ist nicht nur, Bildung ist total wichtig, aber ich denke, in USA ist nicht so anders, dass jede Classroom, oder? Lernzimmer in Klassenzimmer. Klassenzimmer ist ja, 50 Kinder und alle sitzen und Lehrer sprechen und du kannst nicht fragen und wann du fragst und du bist falsch, das ist schlimm und ich glaube, Unternehmer ist, wir sagen, despite the education system, not because of the education system. Mhm. Und was ich glaube, ist anders in Silicon Valley. Und ich glaube auch, Silicon Valley ist fast nicht USA. Mhm. Wer hat für Trump gewotet? Ne? Nicht Silicon Valley und nicht New York und nicht Chicago und nicht Austin und nicht Salt Lake City und nicht Boulder, Colorado, all the tech hubs. Everybody else, das fühlt, dass sie sind left behind bei the technology sector. Und ist eine interessante Frage, warum Unternehmenskultur ist so möglich in Silicon Valley oder New York, ist nicht Schule, ist andere, ist Social Image, Social Status. Jedes Kind möchte Zuckerberg sein jetzt. Ja. Und ist Kinder nicht, they don't want to be Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Die wollen alle Influencer oder Blogger werden. Ne? Ja, yeah, they want to be, yeah, ja, Influencer on Snapchat, ja, Selfie, genau. Selfie, Selfie. Und aber, ja. Hier, ich weiß nicht, aber mein Impuls ist, dass ist immer noch schlimmer to fail und das macht Angst mit jungen Leuten. Also zu versagen, ne? Die Versagensangst, die da ist und es ist nicht, ich werde kein erfolgreicher Unternehmer, so war das ja auch zu verstehen, nicht wegen der Schule, sondern trotz der Schule, das war ja auch so eine Aussage, Frau Mitzen, oder ist es doch nur lokalpatriotische Machtträume, die ich so habe, das war Rhine Valley so ein bisschen aufbauen. Der Wissenschaftsminister Andreas Pink war, der spricht da ja gerne davon. Da würde ich mich Ted anschließen. Das ist ein Ökosystem, was ja sozusagen über, weiß nicht, 20 Jahre lang aufgebaut worden ist im Silicon Valley oder länger. All die Bausteine, die wir eben im Gespräch genannt haben, haben alle dazu geführt, dass es sozusagen diese Start-up-Kultur und Innovationskraft hervorgebracht hat, dass man jungen Leuten was zutraut, dass man auch mal Niederlagen einstecken kann, dass das Geld da ist. Übrigens von Anfang an ja auch sehr viel staatliches Geld. Also da waren ja sozusagen die Militärentwicklungshubs, in die die amerikanische Regierung extrem viel Geld investiert hat und daraus kamen diese technologischen Innovationen. Das kam ja auch nicht von ungefähr. Das heißt, es braucht auch sozusagen staatliches Geld, um sowas zu fördern. Dann braucht es die Elite-Universitäten sicherlich, also yes, despite education, but also because. Sie haben die ganzen Elite-Universitäten dort, ein anderer Mindset, was sozusagen das Austauschen von Informationen geht. Das sind ja 20 Bausteine, die zusammenfließen. Plus, und das kann man auch nicht unterschätzen, es ist einfach einer der schönsten Orte, an dem man leben kann. Das spielt auch eine Rolle, dass dort Leute einfach unglaublich gerne sein wollen. Und das zu versuchen, jetzt genau so in diesem Setup, und sozusagen in diesem Bausteinkasten, irgendwo anders auf der Welt zu replizieren, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das wäre so schön einfach. Ja, wir können einfach natürlich schauen, wo sind bei uns, entweder in Deutschland oder vor allem hier in NRW, wo sind ganz besondere Ankerpunkte, die wir nutzen können. Und das ist sicherlich, ist das in NRW, ist das die RWTH Aachen und andere Punkte, wo wir sagen können, okay, das ist jetzt ganz speziell NRW. Und wenn wir daran, wenn wir mit Förderung durch den Staat, wenn wir aber auch mit Förderung sozusagen auf finanzieller Seite durch die privaten Player was machen, dann kann was Eigenes entstehen. Aber ich denke, es funktioniert nicht zu sagen, wir wollen jetzt dieses Silicon Valley nach NRW holen. Sagt Evelyn Metzen und meine Damen, meine Herren, Sie werden es kaum glauben, wir sind schon über eine Stunde zusammen. Das ging schon schnell rum, oder? Das ist so mal gerade so weggeflogen. Eine Frage habe ich noch an die Runde, eine Aufgabe eigentlich schon, ein bisschen mehr, mit Blick auf Thanksgiving. 28. November, der vierte Donnerstag
Im Monat November. Ja. Dritte Donnerstag oder vierte? Ich glaube, der vierte. Vielleicht ist der vierte. Ja. Ja, egal. Also der 28. Jedes Jahr ist anders. Ja, ist immer anders. Ja. Die letzte Frage oder letzte Aufgabe von Ihnen in dieser Runde. Mit wem könnten Sie sich denn vorstellen, in dieser Runde Thanksgiving zu verbringen am 28. November? Und was gibt es dann zu essen? Herr Heid, wer wird eingeladen und was gibt's? Also ich habe mir vorgenommen, weniger Fleisch zu essen. Insofern wird es kein Turkey geben. Und kein Truthahn. Ich würde Sie gerne einladen, allerdings nicht zu Thanksgiving, sondern zum World Series gucken. Also Baseball, Endspiel, bin ich dabei. Serie. Genau. Herr Reckling, wie ist es bei Ihnen? Also ich liebe bekanntlich große Gesellschaften und deswegen würde ich am liebsten alle einladen, aber es würde wahrscheinlich auch kein Turkey geben, sondern ich würde wahrscheinlich versuchen, irgendwie so eine Reise durch die Weltküchen der Welt und vielleicht auch mit ein bisschen weniger Fleisch als normalerweise machen, um einfach sozusagen auch Verbindungen zu bauen und auch nicht nur USA, Amerika, sondern einfach einen guten Mix erzeugen und je mehr Gesprächspartner, umso spannender die Gespräche. Frau Metzen, gibt es bei Ihnen Turkey? Bei mir gibt es definitiv Turkey. Ah, okay. Und wer darf kommen? Ich finde auch, also ich bin definitiv a party person. Ich möchte, dass wir alle zusammen feiern, plus alle Kinder- und Familienanhängsel, weil das hörte sich am Anfang der Sendung wirklich nach Rock'n'Roll an, bei allen von uns. Und darauf hätte ich wirklich viel Lust, mit und ohne Turkey. Sie wissen, dass Ted alleine schon 3 Kinder hat, ne? Ja, ich habe also genau. Das. Und da hast du auch nochmal 3, genau. Das hörte sich schon nach einer großen Party an, aber das soll es auch sein. Das ist ein Familienfest. Ted, wie ist es bei dir? 28. November, wer darf zu dir kommen? Nach Mettmann. Entschuldigung, dass ich das nach Mettmann. Und was gibt es zu essen? Schnitzel und Sauerkraut. Ja, wunderbar. Was könnte ein schönerer Schluss sein als genau das, was Ted Gonda gerade gesagt hat? Also 28. November ist Thanksgiving, meine Damen und Herren. Aber vorher sehen wir uns doch bestimmt noch mal wieder, oder? Beim 41. Bonner Wirtschaftstalk. Am 27. November, genau einen Tag vorher, auch hier wieder in der Bundeskunsthalle. Vielen Dank an die Gäste hier oben, das war sehr amüsant. Vielen Dank an die Gäste, die hier mit in der Bundeskunsthalle dabei waren. Das war's von uns. Schönen Abend und tschüss. Thank you.